Hallo MOBA-Freunde, seid wieder begrüßt hier auf meinem Kanal und heute gibt es mal wieder eine Neuheitenvorstellung. Ich habe zwar schon vom Modellwaren-Shop Lippe gesehen, dass sie die Lok vorgestellt haben, allerdings die Epoche 3 Version und ich stelle heute mal die Epoche 4 Version vor. Ja, worum geht es? Letzte Woche ist sie angekommen. Die Brava 01 Neubaukessel. Wie gesagt, ich habe sie in Epoche 4, digital Vollversion, Artikelnummer 7066. Die Loknummer ist 001-199-9. Ja, das altbewährte und gute bei Brava. Ganz normal in der Blisterverpackung. Allerdings hat sich eine Sache geändert. Es liegt ein Beipackzettel dabei, wie man es gewohnt ist, mit den CV-Belegungen. Und jetzt kommt die Neuigkeit. Die Sprengzeichnung, Ersatzteilzettel und die Funktionstastenbelegung muss ich mir jetzt mit diesem QR-Code runterziehen, wenn ich sie haben will als Papierform, selber ausdrucken oder ansonsten nur auf dem Computer speichern. So sieht das aus. So kann man zum einen, eigentlich braucht man es ja nicht ausdrucken, wenn man es auf dem Computer gespeichert hat, aber so kann man auf jeden Fall wieder Müll reduzieren. Ja gut, für Brava wird es auch ein Kostenfaktor sein. Wenn auch Centbeträge, aber die machen in der Masse natürlich auch viel aus. Ja, dann wollen wir doch mal uns die Lok anschauen. Hier habe ich euch jetzt mal den Vergleich hingestellt. Links Brava Altbau, rechts Brava Neubau. Jetzt könnt ihr euch mal die Unterschiede anschauen. Erstmal die Altbauversion. Nun kommen wir zu der neuen Neubau.
Sehr schön, wie gesagt. Die ganze Detaillierung, die Speichenräder, einwandfrei, nicht so grobklotzig, schon sehr fein, sieht gut aus. Ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, beide 01, alt wie Neubau, haben den T30 Tender. Nun kommen wir mal zum Unterschied des Sounds. Ich fahre als erstes die Altbau mal nach hinten. Gar nicht mal so schnell. Falls ihr euch wundert, warum sie so anhält, da ist schon die Bremszeit rausgenommen worden, da die demnächst beim Trennkontroller eingemessen werden soll. Aber kommen wir als nächstes nochmal zum Sound der Neubau. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, wesentlich heller als die Altbauversion, aber trotzdem schön. Als nächstes zeige ich euch mal den Unterschied zwischen der alten Roco Neubau und der Brava. Mit der Roco wird es nur einen optischen Vergleich geben, da diese noch keinen Sounddecoder hat. Und da seht ihr jetzt vielleicht einen Unterschied. Die Roco 0110 hat einen T34 Tender. Jetzt gehen wir nochmal auf die Brava. Und hier nochmal der T30 Tender. Was natürlich auch auffällt, hier nochmal die Räder der Brava. Und hier bei dem alten Schätzchen von Roco die Räder. Was ich jetzt gerade sehe, es gibt doch noch bauliche Veränderungen auch am Kessel und am Führerhaus. Und zwar einmal hier bei der Brava. Im Gegensatz zum Roco-Neubaukessel, der wesentlich glatter ist. Lüftungsschlitze wiederum hat die Roco ein mehr.
Gegensatz zu der Bravo. Sowas finde ich natürlich absolut toll. Dann wird das ganze Bild auf der Anlage aufgelockert, dadurch, dass es doch bauliche Unterschiede gibt, wie anderer Tender und so kleine Feinheiten, wie wir jetzt gerade am Kessel gesehen haben oder am Führhaus. Ja, schöne Sache. Also ich finde beide Loks toll. Gut, die Brava ist absolut neuer, technisch auf einem besseren Stand, aktuelleren Stand, sagen wir es mal so. Aber sie sind beide ein Augenschmaus. Als nächstes kontrollieren wir mal das Gewicht. Gramm. Das ist schon ordentlich. Schauen wir mal, ob wir das auch noch zwischen Tender und Lok differenzieren können. Ja, der Tender alleine scheint um die 340, 350 Gramm zu haben. Das ist ordentlich und das sollte auch gute Zugkraft ergeben. Aber als Vergleich möchte ich doch mal gucken, was denn damals die Firma Roco gebaut hat. Dieses Lok ist nämlich allein schon in der Hand wesentlich leichter. Das sind mal 100 Gramm Unterschied. Nicht ganz, aber immerhin 93. Auch wenn sie weniger Gewicht hat, allein durch die 5 Achsen vom Tender, zieht sie ordentlich was weg. Ja, auch hier der Tender wesentlich leichter. Als nächstes kommen wir dann zur Funktionsbelegung dieser Soundversion. Wir fangen an mit F0, ganz normal Licht. Ja, es erscheint jetzt hier auf der Kamera irgendwie weißer, als es wirklich ist. Ich kann nur sagen, es ist wirklich ein sehr schönes Licht. F1. Der Sound. F2, Pfeife lang. F3. Also wie ihr gesehen habt, habe ich mich gerade vertan. F2 ist Pfeife kurz, F3 ist Pfeife lang. Und hier kann ich selber variieren, wie lang. Das heißt also, ich aktiviere die Pfeife. Und erst dann, wenn ich F3 wieder ausschalte, geht sie in den Endsound. F4, ganz normal bei Brava, Rangierfahrt,
sowie auch automatisch Rangierlicht. Dann haben wir in F5 Licht vorne aus, F6 wäre Licht hinten aus, so wie man es auch vom Rava kennt. Sehr schön gemacht. Was ich ein bisschen schade finde, aber es kriegt eigentlich keiner der Hersteller so richtig hin. Sie vergessen, auch eine Dampflok hat Schlusslichtsignal, wenn sie mal LZ durch die Gegend fährt. Hat Brava leider auch nicht gemacht. Es gibt nur vereinzelte Modelle. Mir fällt da ein, Roco 85, aber auch nur tenderseitig, wenn sie nämlich einen Zug nachschiebt. Dafür eigentlich gedacht, deswegen auch nur ein rotes. Ja, so richtig viele fallen mir da irgendwie nicht ein. Es ist immer wieder schade. F7 ist das Führerstandslicht. Ich versuche das mal einzufangen. Hier ist es natürlich sehr hell im Raum. Wird nicht wirklich zu sehen sein. Dann F9 wäre der Raucherzeuger. Wie ich hier gelesen habe, kann man da am besten den Sollte 20 für nehmen. Ich habe jetzt keinen drin. F10 ist das Fahrwerkslicht. Ich zoome mal ran. Das ist super. Also trotz, dass es hier so hell ist im Raum. Spitze. Hat Bravo wieder sehr schön gemacht. F11 ist Kohleschaufeln. Blendet euch jetzt mal den Führerstand ein. Sieht schon toll aus, nicht? Das sieht wirklich wie Flackern aus vom Feuer. F12 ist der Injektor. F13, die Luftpumpe, langsam. Während F14 die Luftpumpe schnell ist. F15 Kolbenspeisepumpe. F16 Zylinderhähne. F17 ist das Sicherheitsventil. F18 der Schaffnerpfiff. F19 Pfeife alternativ. Auf F20 das Kuppeln. F21 Abschlemmen. F22 Bremsengeräusch. F23 wäre Bremsengeräusch aus, also das heißt, wenn ich durch die Gegend fahre, kann ich das Bremsengeräusch ausschalten und sie hält natürlich dann ohne Bremsengeräusch an. F24 wäre Leerlauf, Fahrer. Halte die Geschwindigkeit und gehe jetzt in den Leerlauf. Gehe ich aus dem Leerlauf wieder raus.
F25 ist, wie gesagt, leiser, F26 lauter und F27 wäre die Lichtmaschine. Ja, als nächstes zeige ich euch noch ein paar Fahrzeugen. Wenn euch bis jetzt das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen hoch da. Wer noch kein Abo hinterlassen hat, gerne ein Abo und auch gerne die Videos teilen und vor allen Dingen Kommentare hinterlassen. Gerade das ist gut, damit die Videos oben bleiben. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Euer Heinz. Ciao.